So, heute geht es weiter mit Let's Play Tomb Raider 3. Ja, heute machen wir weiter in dem Level, das da heißt Kai an der Themse. In diesem Level gibt es 5 Secrets, also es wird relativ schwierig, alle zu finden. Aber da ich ja bestrebt bin, mindestens eins zu finden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir eins finden werden. Genau. Wir sind in einem neuen Levelkomplex, das heißt, wir haben ein ganz anderes, neues Milieu. Und ja, genau, wir haben gerade diese Plattform hochgelassen. Naja, aber ihr seht schon hier Häuserlandschaft und der Levelkomplex heißt ja auch London. Und wie ihr hier sehen könnt, geht es sehr, sehr, sehr weit nach unten. Naja. Fragt mich nicht, worin das Ziel dieses Levels besteht, aber der Ziel dieses Komplexes ist, den letzten der 4 Meteoriten. Was? Naja, egal. Den letzten der 4 Meteoritensplitter zu finden. Den Infarerstein haben wir in Indien gefunden. Den Ora Dolch, das ist jetzt der neueste Splitter, den haben wir in den Südseeinseln oder bei den Südseeinseln gefunden. Und dann haben wir in Nevada das Element 115 gefunden. So, wir rutschen jetzt erstmal die Seilbahn runter vor die Wand. Und ihr seht jetzt schon, warum das wichtig war, dass wir hier die Plattform hochgelassen haben. Also damit wir jetzt hier hoch können. Und wir haben auch neue Gegner in diesem Milieu, ist ja ganz klar. Und da ist schon der erste. Ja, wenn die immer umfallen, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, dann versuchen die immer noch mal kurz 2 Schüsse abzulassen. Das heißt, wenn du kurz vorm, ja, Sterben bist, dann und ihn bedenkst, du hast ihn besiegt, dann feuert er noch 2 Schüsse ab und dann, ja, dann bist du tot. Naja. Auf alle Fälle, hier wird auch, in diesem Level wird auch der Todeszähler wieder um 1 zurückgesetzt, da ich mich ja dummerweise verzählt habe. Und ja, so bleibt das Jubiläum von 100 Toten doch noch ausstehend. Naja, aber ich habe jetzt gerade gespeichert, da dieser Schrägsprung jetzt nicht gerade nett war. Naja, aber auf alle Fälle in diesem Level ist alles relativ dunkel. Und man weiß nie, ja, das denkst du dir, man weiß nie, wann man Gegenstände findet oder sonst irgendwas. Oder sonst irgendwelche Fallen kommen. Mit Medipacks glaube ich, dass ich nicht haushalten muss. Aber wir haben immer noch nicht die Uzi gefunden. Das regt mich auf unten. Na gut, die Harpune fehlt, aber die Uzi wäre mal schön zu finden. Und ein bisschen Munition. Aber würde ich ein paar Secrets finden, dann würde ich auch Munition finden. Ja, okay. Naja. Betätigen wir diesen Hebel. Okay. Der lässt diese Plattform. Also dieses Level hier hat sehr viel mit Backtracking zu tun. Oder ja, was heißt Backtracking? Naja. Also man muss, wenn man ganz unten in dieser Schlucht ist, muss man auch von ganz. Also man geht erst von ganz oben nach ganz unten, um irgendwas zu finden, und dann muss man wieder von ganz unten nach ganz oben. Und da bin ich gleich beim nächsten Thema. Guckt euch mal diese Lichtstrahlen an, die durch das Fenster einfallen. Ich meine, wo hatten die denn das schon mal in Tomb Raider 3? Die hatten das bis jetzt noch nicht in Tomb Raider 3. Das war meiner Meinung nach eine Neueinführung. Na gut, aber aufgrund dessen, dass das Licht nur als, naja, als Strich einfällt und nicht durch das gesamte Fenster, ist es ein bisschen unglaubwürdig. Aber es war schon ein Versuch. Nee, warte mal.
Aber es war schon ein Versuch, etwas Neues einzuführen. Können wir hier runter? Ja. Und dieser Levelkomplex ist auch ein sehr dunkler Levelkomplex. Deswegen Fackeln sind hier. Ja, Fackeln sind hier wertvoll, wollte ich gerade sagen. Sagte er und zündete. Wir wo sagte er und warf die brennende Fackel weg und zündete eine neue an. Naja, egal. So, wir betätigen diesen Hebel. Nach diesem Level kommt ja ein, ja, jetzt kann ich, kommt ja ein Abschnitt, der, ja, vielleicht sogar der längste Abschnitt dieses Tomb Raider Spiels sein wird. Aber Näheres gibt's dann erst so in der Stunde. Nein, Scherz. Also wenn ich dann mit dem Level fertig bin, ist ja ganz klar. Hier gibt's auch wieder in diesem Levelkomplex einen Endgegner. So wie im Puna-Tempel. Aber auch Näheres gibt's dazu später erst. So, aber wir springen jetzt erstmal weiter. Ja, ich hab's euch gesagt, dieses Level hat sehr viel mit Backtracking zu tun. Hier seht ihr, sind wir jetzt schon wieder, ja, da, wo wir schon mal waren. Also, das ist nicht gerade schön. Aber auch wir müssen mal durch so ein Level durch. Und Lara wird es ja sicherlich freuen, wenn wir uns wieder ein bisschen aufregen. Aber ich gehe jetzt sehr optimistisch an dieses Level ran. Optimistischer als an den Puna-Tempel. Aber ich bin so froh, und das meine ich auch so, ich bin so froh, dass wir keine Leute haben, die, also dass wir keine Leute mehr haben, die dich nur noch vergiften. Das war vielleicht nervig. Aber dafür haben wir jetzt bodenlose Schluchten, ne? Na gut, bodenlos sind sie ja nicht, man kann ja den Boden noch sehen, aber sehr tiefe Schluchten, ne? Wo man leicht runterfallen kann, sterben kann. Naja. Auf alle Fälle, was wir gerade gemacht haben, fragt mich nicht. Wir haben irgendwie ein Gitter für einen Schalter oder so hochgelassen, aber fragt mich nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Übrigens, was ich noch gar nicht angesprochen habe, was mich auch sehr wundert, wir haben in diesem, also ich habe in diesem Let's Play noch gar nicht erwähnt, dass wenn man Munitionsclips aufsammelt, die gar nicht in der unteren rechten Ecke des Bildschirms sieht. Warum kannst du nicht zurück, Lara? Sehe es schon wieder. Ja, dass man die gar nicht sieht, so wie in Tomb Raider 2 oder Tomb. Hat man sie in Tomb Raider 1 gesehen? Ich glaube ja. Ja, da hat man sie gesehen. In Tomb Raider 4 hat man die auch gesehen. Also ich frage mich, warum nicht in Tomb Raider 3? Also, naja. Egal. Und wie ihr schon der Musik entnehmen könnt. Hat hier ein Wachmann, so nenne ich sie mal, rumgelungert. Hast du irgendwas? Nee. Ja, die machen wir mal mit den Pistolen. Ja, wo denn? Hä? Ja, wenn ich euch nicht sehe, dann hört wenigstens auf zu krächzen. Ja, diese Raben werden uns noch weiter in diesem Level verfolgen. Hier ist schon wieder ein Kristall, den ich eigentlich null brauche. Hier liegt nichts. Aber dafür liegen hier Uzi-Clips.
Ja, ich finde das eigentlich relativ schade, dass sie das nicht mehr in, dass sie die Items, die man bekommt, oder die Munitionsclips nicht mehr in der unteren rechten Ecke anzeigen, weil, ja, es wäre schon schön gewesen, dass man weiß, wann man auch mal eine Waffe bekommt, oder, ja, oder wie viel Munition man bekommt, das sieht man ja auch nicht. Ich meine, klar, in Tomb Raider 3 waren sie so geizig, da bekommt man immer nur einen Munitionsclip, aber trotzdem, das, ja. Ich finde es schon schade. Aber wir wollen Tomb Raider 3 nicht weiter schlecht reden, denn ja, denn ja, mir fällt jetzt kein Grund ein, aber naja, egal. Wir müssen, was unser Ziel jetzt ist, wir müssen jetzt wieder nach oben. Die Frage ist nur, wie? Ach, da ist eine Leiter. Gut. Es regnet, also wenn ihr auch mal genau hinguckt, es regnet auch. Das finde ich, haben sie auch schön, also was heißt schön gemacht. Für die damalige Zeit war es bestimmt auch so ein nettes, naja, ich würde sagen, Gimmick, dass es regnet, weil Himmel gibt's ja hier nicht. Gibt's eigentlich kaum in den älteren Tomb Raider Teilen. Wenn, dann ist der Himmel immer nur schwarz, wie hier. Na gut, schwarz, ja, es ist Nacht. Das ist ganz klar. Nacht wollte man hier darstellen, aber so. Ja, Madubu-Schlucht oder so, die offenen Level, wo es hell war, da war der Himmel ja nur blau, ohne, man hätte ja mal ein paar Wolken machen können oder so. Aber wie ja auch in der Landschaft dort hinten im Hintergrund sehen könnt, man hat schon probiert, ein bisschen so Night Feeling zu machen. Naja, ich sag mal so. Man kann sagen, es ist ihm gelungen, man kann aber auch sagen, es ist ihm nicht gelungen. Naja. Auf alle Fälle, wir speichern. Und springen darüber. Ja, gut. Das schafft sie. Das Problem, oder nicht das Problem, oder das Schwier, hier liegt ein Medipack. Das Blöde an diesem Level ist, wenn man einen falschen Schritt macht und Lara läuft über die Kante, dann bist du so gut wie tot. Also, ja, genau. Ja. Soll ich irgendwas dazu sagen? Nee, lieber nicht. Naja. Aber nichtsdestotrotz, es war erst der erste Tod und es ist egal. Wir bekommen Medipack. Das ist genug Entschädigung. Aber ich bin mitten auf der Schräge gestoppt. Das muss man auch erstmal hinbekommen, oder? Ich habe mich zu dem Wachmann dort unten mit hingesellt. Nur eine Etage höher. Das heißt, der Wachmann kommt in die Hölle und Lara kommt in die höhere Hölle. Nee, ihr habt doch jetzt wohl nicht ehrlich gedacht, dass ich sage, Lara kommt in den Himmel. Naja. Aber wenn Lara noch lieb zu mir ist, dann könnte sie sich das ja vielleicht verdienen. So nicht. Geh da hoch. Danke. Wir sind jetzt auf diesen Dächern von London. Ich frage mich auch, warum das Level Kai an der Themse heißt. Kai, ist ein Kai nicht immer so ein Steg oder ja, ein Pier, wie man im Englischen sagen würde? Naja. Ich weiß es nicht. Aber die Tomb Raider 3-Macher, also schon erwähne ich erwähne einmal ihren Namen und schon kommt die Quittung. Nein. Wo war ich jetzt? Ja, die Tomb Raider 3-Macher stellen uns dort vor ein Rätsel. Was sie auch schon so machen, wenn sie uns Tomb Raider 3 spielen lassen. So, was hat dieser Schalter jetzt gemacht? Genau.
Ja, das sieht mir nicht ganz geheuer aus. Wetten, wenn ich draufspringe, fällt der dieser blöde. Hallo? Fällt dieser blöde Lift nach unten? Naja, egal. Was ist hier jetzt schon wieder los? Hä? Hat doch da doch gerade jemand Hey gerufen, oder? Nee, da hat jemand Kra gerufen. Ein Wunder. Ja, der Maler, der diese Wände anstreicht, hatte, so wie es aussieht, gelbe Farbe und grüne Farbe. Wie streicht er die Wand? Grau. Naja, egal. Übrigens, genau. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht. Übrigens, wir haben den Schlüssel zum Belüftungsraum gefunden. Ne? Da, wir haben doch diesen Mensch abgeknallt, diesen Wach. Ich will keine Vibration. Ja, erstmal das eine Thema zu Ende führen. Wir haben den Schlüssel gefunden, als wir den Wachmann in dieser Sackgasse besiegt haben, so fast am Anfang. Und mein Controller hat einen Knopf für Vibration, warum auch immer. Und ja, da bin ich gerade drauf gekommen. So, setz ihn ein und open the door. Was ist hier jetzt schon wieder? Muss ich jetzt Angst haben? Na, kommt eine Feuerschwade von der Seite, wenn ich den Kristall aufhebe? Nee, gut. Ich erinnere nur an den Hebel aus dem Küstendorf. Ich betätige den Schalter. Und die Feuerplattform unter mir geht an. Selbstverstümmelung vorprogrammiert. Kaum rede ich von Feuer. Was kommt? Feuer! Lauf, Lara!